Ist ja auch egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema Kreisbewegung. Ich wollte gerade sowas ähnliches wie eine Kreisbewegung simulieren, hat aber nicht ganz funktioniert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Aber ich denke, ihr könnt euch den ganzen Vorgang auch gut vorstellen. Ich habe das Ganze hier in der Skizze auch nochmal rechts hingemalt. Und ja, wir wollen jetzt in den nächsten Videos uns eben Formeln erarbeiten, mit denen man eine Kreisbewegung beschreiben kann. Und ja, da fangen wir jetzt in diesem Video am besten gleich an mit der Umlaufdauer und der Frequenz. Das kann man nämlich beides eigentlich relativ schnell abfertigen. Und ja, dann beginnen wir einfach mal. Die Umlaufdauer lässt sich eigentlich schon fast über ihren Namen berechnen. Und zwar ist das eben die Dauer bzw. Zeit, die der Körper für einen Umlauf um diesen Kreis hier braucht. Das heißt die Zeit für eine komplette Umrundung. Und die muss man dann eben messen mit einem Messgerät, einer Stoppuhr oder sonst was. Da fange ich dann eben hier an, drücke auf meine Stoppuhr, lasse den Körper einmal rumlaufen. Wenn er wieder hier ist, drücke ich wieder drauf und dann habe ich die Umlaufdauer. Und die Umlaufdauer bezeichnen wir jetzt mal mit einem großen T. Wir nehmen jetzt mal das große T, damit man das nicht mit dem kleinen T verwechselt. Das heißt, dieses große T hier ist die Umlaufdauer. So. Die Umlaufdauer ist nun sehr nah verbunden mit der Frequenz und wird auch oft mit ihr verwechselt. Die Frequenz ist aber ein bisschen anders definiert. Und zwar lässt sich die Frequenz über die Formel F ist gleich N durch T berechnen. So, hier haben wir jetzt erstmal ein kleines T stehen. Und zwar ist das eben nicht die Umlaufdauer, sondern eine andere Zeit. Und N ist eine Anzahl von Umläufen. Das heißt, wenn mein Körper jetzt einmal, zweimal, dreimal das Ding umläuft, dann steht dafür N eine 3 und für T setzt man die Zeit ein, die der Körper für diese 3 Umrundungen gebraucht hat. Alternativ kann man natürlich auch sagen, ich setze für N 1 ein, also eine Umrundung. Dann steht da F ist gleich 1 und für eine Umrundung braucht der Körper ja die Umlaufdauer, T. Das heißt, wir können für das kleine T ein großes T einsetzen. So. Das heißt, man kann diese Frequenz jetzt entweder berechnen, indem man sagt, okay, ich nehme einen Umlauf und dann die Umlaufdauer. Oder man sagt eben, okay, ich nehme mehrere Umläufe und teile das durch die Dauer, die der Körper eben für die mehreren Umläufe braucht. So, die Einheit der Frequenz, das lässt sich eigentlich relativ leicht sehen, ist ja 1, hat keine Einheit, geteilt durch t, t ist eine Zeit, also ist die Einheit der Frequenz 1 durch Sekunde, beziehungsweise Sekunde hoch minus 1. Und das wird auch Hertz genannt. Nicht das Herz mit Z, sondern mit einem kleinen T davor. Das sollte man nicht verwechseln. Gut, und das war's eigentlich, was man jetzt zur Umlaufdauer und Frequenz wissen muss. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schwer, gell? Gut, und wir machen als nächstes weiter mit, ja, weiß ich eigentlich noch gar nicht, mal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du auch noch dabei bist. Bis dann!